Und schon sind wir wieder bei dem Kanal. Eure Sarah, herzlich willkommen heute zu einem Special-Video. Wir haben uns überlegt, der Valentinstag steht kurz vor der Tür und da wollen wir natürlich unbedingt was Schönes machen, was den Frauen auch gefällt, so dass dem Herrn da hinterher es gefällt. Ja, und ihr seht schon, also heute wird es ein bisschen komplizierter. Wir machen einen Sweet Valentine. Und dafür brauchen wir sehr viel Dekoration und der wird auch optisch sehr, 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 sehr schön werden. Also lasst euch überraschen, ihr seht schon hier ein Gläschen, wir haben schon einen Zuckerrand drum gemacht. Ja, das möchte ich euch natürlich zeigen, wie man es macht. Ja, also man braucht natürlich ein schönes Martini-Glas und ein Teller mit ein bisschen Zucker, das reicht aus. Dann nehmt ihr eine Erdbeere, ja, die schneidet ihr euch ein, ich muss noch mal hier kurz Platz schaffen, ja, die schneidet ihr kurz ein. Ja, wir nehmen natürlich die Erdbeere, weil es ja süß wäre. Normalerweise nimmt man Zitrone oder Limette, aber heute für den Sweet Valentine eine Erdbeere. Und dann streicht ihr hier so am Rand entlang mit der Erdbeere, ja, so dass sich also dieser Fruchtsaft ein bisschen am Rand absetzt. Ja. Ja, ein bisschen versuchen gleichmäßig zu machen, dass es nicht ganz so dick wird. Dann geht ihr in das Zucker, in den Zucker und dreht es einfach hier ein bisschen im Zucker. Ihr werdet sehen, Knallereffekt. Ja. Und dann habt ihr im Grunde genommen hier einen fantastischen Zuckerrand dran. So, so bleiben wir schon mal bei den Gläsern. Also, Gläser sind vorbereitet, Zuckerrand steht. Jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir natürlich eine schöne Schicht unten. Die soll etwas dicker sein und dafür nehmen wir so ein bisschen den Erdbeersmoothie oder so ein bisschen dieses Crash-Schlumpe. Ja, das wir sagen. Wir nehmen unsere Erdbeeren. Die haben wir hier schon mal schön abgeschält, gewaschen. Ja, die können wir also noch mal teilen. Und dann kommen die rein in unsere Petra. Die ist nämlich heute auch wieder da. Ja, unsere Petra. Ja, da hauen wir also so. Ich mache jetzt zwei Gläser, sagen wir mal ein paar Erdbeeren. Halt. Ja, die schneiden wir uns durch und schmeißen sie in den Mixer hinein, so dass wir ein schönes Erdbeer-Crash-Eis bekommen. Das ist wichtig, das ist also für die untere Schicht, für den Sweet Valentine. So, ich habe jetzt hier 8 Erdbeeren reingeschmissen. Werde jetzt natürlich mit dem Crash-Eis dazu tun. Bei mir sind es noch Eiswürfel, aber das wird ein Crash. So. 2, 3 Stücken. Also wir nehmen 3 Schaufeln Eis. So, Deckel wieder schön rauf. Ihr wisst, also immer wirklich gut drauf machen. Und dann lassen wir es mixen. Aufpassen, könnte laut werden. Schönes Erdbeereis. Ja, wir schauen uns das an. Jetzt können wir das natürlich schön hier oben reinmachen. Ja, so als Grundlage. Mmh. Ihr seht schon, das wird schon eine ganz leckere Sache werden. Ja, machen wir hier noch ein bisschen als Grundlage rein. Reicht völlig aus. Ja, sieht doch schon toll. Eigentlich wäre schon fertig. Ja, aber gut, wir machen weiter. Jetzt kommen wir natürlich zu dem eigentlichen Getränk. Das ist also nur eine Grundlage. Wir brauchen wieder unseren Mixer. Ja, und natürlich 1, 2 Alkoholiker. Also nicht die von der Straße, sondern die aus der Flasche. Und da haben wir als erstes natürlich einen Rum. Bei uns ist es der Bacardi, also weißer Rum, je nach Geschmack. Da ich 2 Gläser mache, mache ich ein bisschen mehr rein. Dann nehme ich noch einen Schluck vom Pfirsichlikör. Also einen Schluck Pfirsichlikör. Ja, 2 cl, aber die schreiben wir nachher wieder unten drunter. Die Rezeptur für den Sweet Valentine. Und natürlich, damit so ein bisschen ja, lateinamerikanisch oder zumindest südländischen Flair kriegt, nehmen wir noch den Quarenta y Tres Likör mit rein. Also da auch noch mal 4 cl, also pro Glas 2 cl. Ja, oder halt ein bisschen mehr, je nachdem nach Geschmackssache. So, damit es fruchtig wird, brauchen wir natürlich ein bisschen Ananassaft. Ja, nehmen wir also ein Stückchen von Ananassaft. Da nicht so viel nehmen, das reicht. Ja, wir nehmen noch ein bisschen
hervorragende Sache für die Säure, denn Säure und Süße, ihr wisst, muss ein Zusammenspiel haben. Also ein Schlückchen vom Ananassaft noch mit rein. Und als Auffüller nehmen wir einfach den Apfelsaft. Ja. Perfekt. Somit sind alle Zutaten bereits hier drin. Außer eins fehlt. Frauen mögen es ja immer cremig, sahnig. Und da nehmen wir natürlich auch noch gut 4 cl bis 6 cl Sahne oder je nach Frau ein bisschen mehr. Damit wir das gut durchgemixt kriegen, brauchen wir wieder unser Eis. Jetzt muss ich mal gucken, wo meine Schippe wieder hin ist. Da hinten nehme ich die. Da. Also ein bisschen Eis, damit es gemixt werden kann. Dann wieder schön rauf das Gläschen und dann reicht es. So, gerne mixen, bis es wirklich eine leichte cremige Art kriegt. Man hört es am Mixen, das Eis ist nicht mehr ganz so laut. Ja, ansonsten so 15 Minuten geht auch. Und dann überraschen wir uns, unsere Frauen damit. Ich habe übrigens heute so viele Überraschungen für die Frauen. Das hält nicht ab. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und jetzt wieder mit dem Sieb oben, das war also nicht die alte, und jetzt ganz vorsichtig das hier rein. Und sag mal nicht, dass das kein Traum ist. Ja? Ja, also den zweiten, warte mal, von unten. Halt schön vorsichtig kippen, ne, dass sich das also wirklich nicht gleich vermischt. Ein Traum. Ja, dann fehlt eigentlich bloß noch die Dekoration von diesem leckeren Cocktail. Und da nehmen wir zwei Erdbeeren, schneiden sie auch einfach wieder ein. Dann machen wir nicht so viel Viertelfanz. Hängen die hier am Rand dran. Perfekto. Und das zweite Gläschen. Damit eine Frau also sagt, also das ist ja perfekt. Der vermischt sich hier ein bisschen, aber ist egal. So, also haben wir einen perfekten Sweet Valentine, den wir natürlich auch dementsprechend präsentieren müssen. Das kann man also nicht einfach so hinten donnern, ne, sondern da nehmen wir zwei Tellerchen, das ist Werte. Wir legen uns hier ein paar Schokoherzchen rauf. Es ist Valentinstag. Ja, so, Schokoherzchen. Dann stellen wir auch unseren Cocktail einfach in die Mitte mit rauf. So. Perfekt. So. Perfekt. So, und ich habe natürlich noch eine Überraschung heute. Sarah wird nicht herkommen. Ich werde heute zu Sarah gehen. Aber ich bringe natürlich zum Valentinstag, müssen wir mal Blumen mitbringen. Blumen zur heutigen Zeit, also 2020, ist nicht so einfach. Aber ich habe was gefunden. Die Blume überhaupt. Ja, hält eine Ewigkeit. Ja. Ist in Herzform, einfach in die Erde buddeln und dann wird irgendwann ein Herz. Das werde ich heute schenken, wird ein Knaller. Also wir werden sehen, das wird lustig. Ja, das lege ich mir mal schon hier oben hin. So, und jetzt werde ich mich mal auf den Weg machen, erstmal zur Sarah, um zu gucken, ob ich sie damit überraschen kann. Also bis gleich. Ja, und jetzt wollen wir sie überraschen. Oh. Hallo liebe Sarah, heute kommen wir mal zu dir. Hallo. Mit einem Sweet Valentine. Oh mein Gott. Zum Valentinstag oder auch andere romantische Tage. Der perfekte Cocktail, ja, für so einen Anlass. Und natürlich habe ich an nichts an Kosten und Mühen gescheut, liebe Sarah. Verrückt.
Ich habe dir auch ein paar Blumen mitgebracht. Ja! Ja, sehr gut. Dankeschön. Kann man reinpflanzen? Ja, setzen wir uns kurz hin und werden erstmal diesen fantastischen Cocktail genießen, den wir also uns hier schön fabriziert haben. Ja, ich denke auch unsere Zuschauer sind natürlich gespannt, wie schmeckt er dir? Kommt er wirklich an? Sind Aphrodierende oder wie heißt es? Aphrodisierende. Aphrodisierende. Ja. Also ist das Anmachmittel drin? Ich soll jetzt direkt auf dich aufspringen danach oder was? So, liebe Sarah, ich sag einfach mal zum Wohle. Vielen Dank. Wir gucken mal, na, wie er doch uns so dann mundet. Also. Jeden Tag Valentinstag gleich, oder? Ja. Ein Sweet Valentine. Na? Boah. Ach, der schmeckt dem Mann auch gar nicht so schlecht. Da hast du aber was gezaubert. Also, ey, das ist schon nicht. Doch. Ja. Ich trinke schon mal weiter. Also klar, ich habe noch mehrere Überraschung heute. Also die Rezepte, wie gesagt, guckt nochmal unten, ne? Die stehen ja unten, dann schreiben wir alles auf. Und macht mal zu Hause einen schönen Sweet Valentine. Wir haben aber nicht, das war noch nicht alles. Warum sind wir denn heute hier? Oh nee, ich möchte jetzt keine Frage. Warum denn nicht? Warum sind wir denn heute hier in andere Location gezogen? Oder wie Sarah, wenn du sagst, ich habe noch eine Überraschung. Ich wollte mit dir heute noch so einen romantischen Schatzschatzschatz. Und da habe ich natürlich was vorbereitet. Zu einem Sweet Valentine's gehört natürlich auch ein romantischer Schatzschatzschatz. Pass mal auf, ich habe da mal was vorbereitet. Hin und her und dann drei kleine Aktionen nach links, der haben nach rechts. Cha, cha, cha. Deswegen heißt der Cha, cha, cha. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, weil wir so ein Cha, cha, cha da drin einbauen. Schön gelockerte Knie, enge Tanzhaltung, schön dicht an die Lady ran und dann geht's los mit Schritt, Schritt, Cha, cha, cha. Hin und her, Cha, cha, cha. Hin und her. Cha, 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 hin und her, cha, cha, cha. Ja, eine Solo-Drehung, also wollen wir eine Dame mal drehen lassen. Hebt die linke Hand hoch und dann wird eine Dame drehen. Ihr könnt zur Not auch noch mit rechts schieben. Machen wir also Schritt, Schritt, Hand nach oben, Dame dreht an den Herrn. Voll easy, oder? Machen wir nochmal und Schritt, Schritt, Hand nach oben, Dame dreht, cha, cha, cha. Ja, also Cha-Cha-Cha gehört natürlich zu so einem fantastischen Cocktail dazu. Ja, also Cha-Cha-Cha, der Flirt-Tanz, Sweet Valentine's, der Flirt-Cocktail, Steffen, der Flirt-Typ. Ach so. Und eure Sarah muss immer alles ausbauen. Ja, und somit nochmal zum Wohle. Zum Wohle. Liebe Sarah. Vielen Dank. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Valentinstag und... Sollten jetzt die Ladies den Kanal hier gesehen haben, dieses Video, dann einfach mal teilen zum eigenen Mann und dann wird es vielleicht die nächste Überraschung geben. Kann durchaus sein. Wir sagen an der Stelle bye bye, diesen
Location. Ja. Also bis zum nächsten Video. Adios. Tschüss.